Ihr seid auf dem Kanal von Turbo Operazzi. Der macht noch so ein kleines Early Piece für Bordsteinschwalben, um das mal nett zu sagen. Ne? Ich habe vor, heute so ein paar Spiele anzuspielen, in denen Eisenbahn vorkommt. Ne? Also Transporte oder was auch immer. Als erstes habe ich hier Railroad Corporation. Das DLC hier, Civil War, habe ich nicht. Aber ich will mir das ja mal erstmal angucken, ehe ich mir irgendwas dazulege. Außerdem ist mir das auch noch zu teuer. Ich warte meistens, bis es wesentlich günstiger ist, dass man das irgendwo im Internet für wenig Geld schießen kann. Ne? So, wir haben hier verschiedene Angebote. Wir haben hier einen Editor Beta, das wollen wir nicht. Options. Das können wir schon mal nehmen. Mal gucken, was uns angeboten wird. Language Englisch. Deutsch, das ist doch schon mal sehr schön. Automatische Speichern vierteljährlich, ja. So, Pfeiltasten, Kamerageschwindigkeit, ASWD, links, rechts, oben, unten wahrscheinlich. Ne, das ist ja, mit drehen. User Interface Skala auf der Karte 100, automatische Bildschirmrand Scrolling, nee, das will ich nicht, weil ich muss mit dem Mauszeiger auch mal außerhalb des Bildschirms eventuell was einstellen. Ich habe hier rechts so einen Monitor stehen, das heißt, es ist ein alter Fernseher, den ich als Monitor zweckentfremde. Und wenn da irgendwas ist, kann ich sonst nicht raus mit dem Mauszeiger. Spielausführung im Hintergrund wollen wir auch nicht. Spiel nach dem Laden des Spielstands pausieren. Gut, das soll mir recht sein. Irgendwas haben wir da schon mal eingestellt. Das ist auch okay. Vollbild. Grafikqualität. Oh, können wir mittel stehen lassen. Mal gucken, wie es wirkt. Distanzlimit für Bäume 2000 was. Naja, lassen wir das mal alles so stehen. In Standard. Audio. Nehmen wir mal die Lala noch ein bisschen runter. So stört sie nicht. Mich jedenfalls nicht. Und ihr könnt mich sicherlich auch besser verstehen. Hotkeys. Ach du Schande. Da wirft mich das aber um hier, du. Oh, Control Alt Ober. Ach so, muss ich jetzt hier mir auch noch aussuchen, was ich da alles machen will. Oh, nee. Da habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf. Ich will erstmal sehen, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich es öfter spiele, kann ich mir vorstellen, dass ich hier sicherlich eine Einstellung mache. Ne? So, sagen wir erstmal OK. Und hier haben wir jetzt auch alles auf Deutsch. Änderungsprotokoll, Mitwirkende. Das seid ihr und das bin ich jetzt im Moment. Das steht da aber bestimmt nicht. So, wir wollen jetzt Kampagne und DLC. DLC haben wir nicht, also bleibt nur Kampagne, Hauptkampagne. Und Bürgerkrieg wäre jetzt der DLC. Aha. Gut, neue Kampagne starten. Also ich habe noch nichts gesehen von Tutorial. Mal sehen. Zeitlimits. Kampagnenziele haben Zeitlimits. Diese Limits machen die Kampagnenmissionen herausfordernder und gewähren im Gegenzug mehr Fähigkeitenpunkte. Mhm. Du benötigst Fähigkeitenpunkte, um zwischen den Missionen deiner Kampagne permanente Verbesserungen freizuschalten. Permanente Verbesserungen. Du kannst die Zeitlimits auch deaktivieren und damit den Schwierigkeitsgrad des Spiels verringern. Warnung, du kannst die Zeitlimits während deiner Kampagne nicht aus- oder wieder einschalten. Möchtest du lieber mit oder ohne Zeitlimits spielen? Na, da spielen wir erstmal ohne Zeitlimits. Ne? Oh, wir fahren jetzt los. Gut, wird geladen. 3, 5, 7, 2. Oh, jetzt geht's aber schneller. Ja, dann warten wir mal ab, bis er geladen hat. Ich bin also hier Angestellter einer Bahngesellschaft. Baltimores Nachbarschaft. Die Stadt Baltimore hat ein Budget für den Bau einer Bahnverbindung zu ihren Nachbarstädten erhalten. Sie sind hier, um die erste Bahnlinie in dieser Region aufzubauen und einen Transportweg für Güter und Passagiere zu etablieren. Na dann, wollen wir die Mission mal starten.
Ja, aha. Wähle ein Ziel aus der Liste am linken Bildschirmrand, um die Konditionen anzuzeigen. Das dürfte das hier sein, ne? Was haben wir denn hier oben noch? Aktuelle Ziele. Liste der Züge im Besitz deiner Firma und Liste der Gebäude im Besitz deiner Firma. Aha. Und hier hinten wird wahrscheinlich kaufen, bauen und also. Na, wir können mal gucken. Bahnlinie Baltimore. Schienenbau. Starte den Schienenbaumodus um Baltimore und Piedmont mit einer Bahnlinie zu verbinden. Um den Baumodus zu starten, klicke auf den entsprechenden Button in der oberen rechten Leiste. Das ist Gleis Plus. Nutze die Tasten WASD, um die Kamera zu bewegen. Also Jänner hier, da blinkt auch. Gut, das ist schon mal okay. Also es gibt ein Tutorial und es ist auf Deutsch, was mir immer sehr gefällt. Das gibt schon mal ein Sternchen mehr, ne? So. Starte den Bau. Ausgehend von existierenden, fehlt das. Knotenpunkten, linke Maustaste. Knotenpunkte sind an Bahnhöfen verfügbar. Um den Baumodus zu verlassen, drücke Escape oder die rechte Maustaste. Gut, das ist eine vernünftige Erklärung. Da kann sogar ich was mit anfangen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo hier denn der Knotenpunkt ist. Mal gucken. Ach hier, da sind Knotenpunkte wohl. Nach da? Ne, nach da nicht. Ich habe ja keine Ahnung, wo die andere Stadt ist hier. Da ist Piedmont. Und da muss ich dann. Das hier dürfte Piedmont. Also das ist relativ gerade. Gut, dann gehen wir mal hier ran. Und zack. Oh, hab mich schon erschrocken, dass der jetzt hier. Aha, da oben rechts zeigt er an, was das an Kosten bringt. Distanz zur Oberfläche 0. Linke Maustaste, um Streckenpunkt zu setzen. Ich muss jetzt erstmal nochmal ein bisschen rausgehen hier. Warte mal, ich will ja hier noch, muss ja übers Wasser. Dann setzen wir hier erstmal einen Streckenpunkt. So, und jetzt wollen wir hier rüber. Kommen wir da gleich ran? Sieht so aus, ne? Und zack. Gut. Aha, da muss ich noch bestätigen, rückgängig oder fortfahren. Ja, das war ja das. Bestätige den Bahnlinienbau. Bestätigen. Gut. Starte den Bau ausgehend. Gut. Gut, rechte Maustaste raus. Und Lokomotivenkauf. Um Getreide auf der neuen Bahnlinie zu transportieren und damit dein nächstes Ziel zu erfüllen, musst du eine Lokomotive kaufen. Hier blinkt die Lok mit dem Pluszeichen. Und Taste L kann ich auch nehmen. Okay. So. Die erhältliche Lokomotive ist gut genug für dieses Ziel, zumal sonst keine anderen Lokomotiven verfügbar sind. Kaufe eine Lokomotive. 14.000 Dollars. 040, keine Ahnung, was das bedeutet, aber. Ach, hier ist noch. Unterhalt pro Monat 120, Leistung 30 PS, Zugkraft 40 Tonnen, kann 35 km/h fahren, was auch auf Deutsch, gut, auch nicht auf Miles oder so. Maximale Laufleistung 8000 Kilometer und dann muss er repariert werden. Treibstoffverbrauch pro 100 Kilometer 10, maximale Lebensdauertage 2000 Tage. Also, damit können wir 4 Jahre, gut 5, 6, 6 Jahre vielleicht mal gucken. Also, wir kaufen die jetzt. So. So, klicke ein paar Mal auf das Warensymbol mit dem grünen Pfeil, um die Güter in einer Stadt zu laden, in der die Ware produziert wird. Klicke anschließend genauso oft auf das Warensymbol mit dem roten Pfeil, um die Güter in einer Stadt zu entladen, in der die Ware konsumiert wird. Ja, ich muss da erstmal. Baltimore. Muss ich erstmal gucken. Was muss ich jetzt hier machen? Routeneinstellung. So, wo ist denn jetzt dieser Acker da?
Klicke ein paar Mal. Wie oft? 13 Tonnen, also 3 Meilen. Ne? Wenn er 40 Tonnen transportieren kann, 1, 2, 3. Gut. Mit dem roten Pfeil. Ach hier, da. Nee, das ist Angebot. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ach, da habe ich jetzt den Verkauf gemacht, ne? Oder was habe ich da gemacht? Abladen. Gut, da muss ich da hinten. Da muss ich hier jetzt rübergehen und hier muss ich erstmal aufladen. Weizenfeld 1, 2, 3. So, machen wir 3, ne? Also Baltimore wird entladen 3 und Piedmont wird beladen 3. Gut. Klicke auf Bestätigen, um die Route zu aktivieren und den Zug zu starten. So, schließe die Getreidelieferung ab, um das nächste Ziel zu erhalten. Liefere 2 Waggons Getreide zur kleinen Farm in Baltimore. Okay, schließen wir das jetzt erstmal. Aha, da fährt die Bahn. Aktuelle Strecke der Lokomotive anzeigen, ist ein Haken dran. Ah, da sehe ich sie. So, da wollen wir gucken. Ne? 2 Waggons. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aha, hier wird er jetzt beladen. T1, was auch immer T1 heißt. So, nun, ach, jetzt bezahle ich. Was macht er hier? Er erntet oder was? So, jetzt geht sie wieder los. Weizenfeld, so 18 von 20. Da fährt die Lok. Was von hier jetzt? Aber das kann ich mit der Maustaste machen, ranscrollen. So. Schließe die Getreidelieferung ab, um das nächste Ziel zu erhalten. So, da muss die auch mal rankommen, die Bahn. Kann man das auch irgendwo schneller machen? Ach, hier oben wahrscheinlich. Ah, da habe ich jetzt auf doppelt gemacht. Dreifach, einfach. Wo ist denn meine Bahn? Ach da, ja, jetzt fährt die langsam, weil sie voll beladen ist. Dann können wir dann noch mal ein bisschen schneller machen. Drei jetzt. Jetzt, chup, 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 chup. Baltimore Railroads. Einfach. So, dann wollen wir mal gucken. Was gibt es denn hier noch? Achso, jetzt ist das weg. Hier. Nachfrage nach Fleisch. Rathaus. Nachfrage Kohle, Passagier. Ah, hier hat er 3 Anhänger, da ist er. Chup, 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 chup. So, dann machen wir mal gucken, was jetzt passiert hier. Aha, da fährt er jetzt ganz rein. Wupp, wupp, wupp. 3080. Schließe die letzten beiden Ziele ab. Anschließend kannst du das Tutorial beenden und dich bei einer echten Railroad-Kooperation bewerben. Aha. Also die letzten beiden Ziele ab. Best Friend. Abgeschlossen. Passagiertransport. Transportiere 3 von Cumberland nach Baltimore. Also muss ich erstmal.
erstmal eine Bahnlinie haben, ne? Wo ist denn Cumberland? Da ist Cumberland. Kann man das hier irgendwie anschließen? So, mal gucken, dann müssen wir erstmal eine Bahn bauen. Holzlieferungsvertrag, kleines Sägewerk. Wir haben Verträge in der Holzlieferung nach Cumberland. Die Gitter müssen im Sägewerk von Cumberland abgeladen werden, welches durch das folgende Vertragssymbol gekennzeichnet ist, ein kleines Sägewerk. Wenn die Gitter in der falschen Lagerhalle abgeladen werden, gilt der Vertrag nicht als erfüllt. Wir müssen im Sägewerk von Cumberland. Aha. Da muss ich ja auch da noch ein Gleis legen, ne? So, da wollen wir mal gucken, was wir denn hier haben. Wo ist denn das kleine Sägewerk? Das ist das kleine Sägewerk. Kann ich da jetzt einfach ein Gleis bauen oder was? Ich mache erstmal hier Pause rein. Ah, mit Leertaste geht das auch. So, und das hier, was ist das? Das ist nicht der Bahnhof, das ist das Rathaus. Da müssen wir mal einen Bahnhof bauen, so wie es aussieht hier, wa? Mann! Wie kriege ich denn jetzt Passagiertransport. Transportiere 3 von Cumberland nach Baltimore. Jetzt muss ich in Cumberland aber einen Bahnhof haben. Ich klicke mal hier auf Schienenbau. Was ist denn das noch hier? Spielmenü. Ach so, da kann ich laden und so weiter. Gut, und das hier sind Schienenrichtung festlegen. Bahnlinie zerstören. Kaufe Lokomotive. Schienenbau. Aha, so, wo haben wir denn hier Knotenpunkte? Da ist ein Knotenpunkt oder was ist das hier? Also das kapiere ich jetzt nicht. Hier. Ich brauche doch erstmal einen Bahnhof. Das ist das Sägeberg. Rathaus. Was kann ich denn hier machen? Da kann ich auch nichts machen. Da kann ich drauf gucken. Okay, aber das bringt mir jetzt nichts. Wie kriege ich jetzt da einen Bahnhof hin? Das ist ja gar nicht mal so schön. Dann wir mal gucken. Folge den Bildschirmanweisungen. Ja, das ist ja wunderbar, du. Passagiertransport. Ziel. Von Cumberland nach Baltimore. So, Cumberland sind wir. Oh, aber wie kriege ich die denn da mit der Bahn transportiert? Hier wird sie's. Das sehe ich noch nicht. Habe ich jetzt irgendwo einen Bahnhof übersehen? Schienenbau. Ja, da. Was ist denn das hier? Da wäre eigentlich das Richtige, aber... Wie kriege ich denn da jetzt den Bahnhof hin? Also das ist mir jetzt leider etwas spanisch. Kommt mir das vor. Hier kann ich auch nichts machen. Knotenpunkte in der Bahnhöfe verfügbar, wenn da ein Bahnhof wäre.
Leo, 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 du. Das ist ja wieder totaler Mist. Angebot 12 Passagiere, ja, wunderbar. Aber ich kriege hier jetzt nicht irgendwo mit Klick die Schienen gebaut. Kann das Bild bewegen. Linke Maustaste und so kann ich hin und her scrollen, aber puh. Wollen wir mal gucken, ob wir hier jetzt eine Abzweigung machen können. Aha. So, dann wollen wir mal hier so einen Knotenpunkt machen. Und dann wollen wir mal gucken. Ach, jetzt hat er hier komischerweise. Es befindet sich ein Zug auf der Bahnlinie. Und da ist ein Bahnhof oder was? Dann machen wir mal. Kann ich nicht. Machen wir mal rückgängig. Schienenbau. Komme ich jetzt hier auch nicht weiter? Fortfahren. So. Da kann ich jedenfalls nicht ran. Ach so, der dreht sich jetzt schon, ne, irgendwie. Puh. Das ist ja total bekloppt. Und dann dreht er sich dahin. Und wenn ich jetzt hier von hier komme, wenn ich jetzt von hier und warte mal, da kann man vielleicht. Befindet sich ein Zug auf der Bahnlinie. Ja, toll. Wenn ich jetzt das Ding rausnehme hier. Bestätigen kann ich nicht. Machen wir mal rückgängig. Mal gucken hier. Jetzt. Da komme ich jetzt aber nicht ran. Da komme ich so nicht ran. Ja, das war also das Thema Tutorial. Ja, da findet sich ein Zug, das weiß ich wohl. Aber da wollen wir mal gucken, ob ich den jetzt irgendwie hier umdipseln muss. Schienenrichtung festlegen. Ach, jetzt ist meine Schiene weg. Ja, die geht hin und her. Okay. Tja, Leute, das ist also das Thema Tutorial schon im Ansatz gescheitert. Schienenbau. Muss ich denn von hier nochmal ausgehen? Also hier kann ich ja nirgendwo dran. Da hat er ja keinen Punkt. Weiß nicht, wie das jetzt gedacht ist. Oder muss ich von hier jetzt dahin oder darum? Also da hätten sie ein bisschen freundlicher. Ah, so geht's also. Na dann, bestätigen, wusch. Ja, dann mal gucken, was ist denn hier oben jetzt passiert? Ah, da haben sie jetzt gleich den Bahnhof mitgebaut. Guck mal an hier, du. So, und muss ich jetzt auch hier noch hin zum Sägewerk? So, mal gucken, ob wir da direkt auch noch hin können. Bauen wir mal eine Schiene, die hier, hier abgeht. So. Nee, du sollst. Nee, so nicht.
So schon mal gar nicht, das ist falsch rum. Kann man das irgendwie beeinflussen? Nee. So, machen wir mal so. Ach, jetzt geht er so rum. Ah. Sag nicht, das geht. Ach, da haben wir. Ach, der ist jetzt weg. Der Sägeberg ist weg. Ich glaub's ja wohl nicht. Also müssen wir da noch mal ran jetzt oder was? So, mal gucken, ob wir hier noch was werden. Ja, dann machen wir das bis hier. So, zack. Und bestätigen. Jawohl. Aber jetzt, doch jetzt. Ne. Gehört das dazu? Sieht ja fast so aus. Also ehrlich. Das ist ein bisschen dubios. Vor allen Dingen, wenn die sich dann nachher in die Quere kommen. So, Schienenbau haben wir jetzt erstmal abgehakt. Jetzt wollen wir Passagiere transportieren. Da brauchen wir erstmal eine Loko. Oder nehmen wir die gleiche? Oh, dann nehmen wir erstmal die gleiche, ne? Ah, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Mal gucken, wo haben wir denn jetzt? Liste der Züge. Baltimore. Baltimore laden. Wird entladen. Naja, dann machen wir das noch anders. Dann kaufen wir mal eine neue. Wir haben ja Kohle. Kaufen. So, Route. Ach, hier kann man jetzt einen Bahnhof hinzufügen. Bahnhof hinzu. Dann nehmen wir Zumberland. Und Laden. Passagiere. Ja, so. Und Bahnhof hinzufügen. Baltimore. So. Hier wird geladen. Und hier wird entladen. Passagiere. Mal gucken, ob wir das richtig gemacht haben. Cumberland. Laden und Baltimore entladen. Wartet auf freie Strecke. Sende den Zug direkt zu diesem Bahnhof, nachdem die Routenanpassung bestätigt wurden. Cumberland. Bestätigen. So, und jetzt schließen. Da, wo ist denn die Lok jetzt? Wo ist meine Lok? Routenanpassung. Welche Routenanpassung? Muss ich noch irgendwelche Routen anpassen? So. Muss ich hier die Schienenrichtung festlegen? Die sind überall hier. Dahin, dahin. Ja. So, das ist okay, oder? Gut, dann gehen wir mal hier. Finanzspritze, sie haben fast kein Geld mehr. Sie haben noch mal 100.000 überwiesen. Da siehst du, Kohle läuft doch. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Wo ist meine Lok? Das ist eins. So, Eigentum. Wartet auf freie Strecke. Baltimore wird entladen und Cumberland wird beladen. Habe ich auch alles schon gedrückt. Ach, jetzt siehst du es erst. Und Baltimore entladen. Jetzt haben wir es. Bestätigen. So, Ententladen wird so schließen. Ne, da wollen wir gucken. Jetzt fährt sie los. Ah, da haben wir ja wieder richtig was gelernt. Gut, hätten Sie mich ein bisschen mehr ans Händchen nehmen sollen, aber so haben wir es ja auch rausgefunden. So, jetzt hören wir erstmal die Passagiere. Mal gucken, wo die jetzt lang fährt hier. Die muss ja hier lang fahren, ne? So. Geht das automatisch? Die fährt da lang. Jo. Müssen wir jetzt noch eine neue Bahn hierfür kaufen? So, jetzt bringen wir erstmal die Passagiere dahin. Mal gucken. Passagiertransport. Von Cumberland nach Baltimore. So, da wollen wir mal gucken. Wie viel hatten da drin jetzt hier? Wird beladen 1, wird entladen 1. Eine nur, immer noch 12. Dienstleistung. Na, da wollen wir mal gucken. In Bewegung. Da muss er ein paar Mal fahren, bis er die drei zusammen hat. Ach, hier steht auch 0 von 3 transportiert hier oben links. So, ein hat er jetzt erst. Nimmt Treibstoff auf. Aha. Chup, chup. Ach, hier oben sieht man das auch da. Ja, gut. Jetzt düst er wieder los. Hat er jetzt Passagiere drauf oder nicht? In Bewegung. Kann ich jetzt nicht anzeigen, komischerweise. Wem ging das? Naja, gut. Also, das ist das ganze Tutorial. Auch ein alter Mann wie ich braucht da eine halbe Stunde für. Ne, ich habe jetzt 1 von 3. Das machen wir aber noch zu Ende, dass wir Holz liefern. Dass wir da eine extra Lok noch hier anschaffen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber. Aha, jetzt nimmt er wieder hier Treibstoff auf. So, und wird beladen. Wollen wir mal gucken, wie viel hat er denn beladen? Konnte ich den? Ah, ne, das ist nur die Bahnlinie. Jetzt sehe ich das. Der hat immer nur einen drauf. Da muss er dreimal hin und her fahren. Naja, denn. So, dann kaufen wir uns jetzt eine Lok hier. Kaufen. Bahnhof hinzufügen. So, ein kleines Sägewerk hier. Wo ist denn das Sägewerk? Cumberland. Laden. Nee, da gibt es kein Holz. Abbrechen. Bahnhof hinzufügen. Ja, ach, der hat Nachfrage. Ah, dann nehmen wir das erst. Dann nehmen wir erstmal Baltimore als ersten. Und da wird geladen. Ey, Holz. Wieso kann ich hier kein Holz laden? Kleine Farm, Fleisch.
Passagiere abbrechen. So, vielleicht muss ich erst die Farm da hinzufügen. So, wird entladen. Ja, das ist ja richtig. Die wollen ja, dass das Sägewerk will das ja haben, das Holz. Bestätigen. Und Bahnhof hinzufügen. Baltimore. Entladen. Entladen, entladen. Ja, schön. Kann ich das Holz? Bauholz, da. Ja, mit dem Laden ein. Das ist ein bisschen hakelig mit der Maus. Man muss da wahrscheinlich genau irgendwo einen Punkt treffen. So, bestätigen. Schließen und gucken, was passiert jetzt. Tschub, tschub, tschub. So, was haben wir denn hier jetzt erledigt? Wir haben schon 2 Passagiere transportiert. Best Friend ist in Bewegung hier. Ne? Ja. Hier kommt T3. Der muss ja Holz bringen. Wollen wir mal gucken, was die jetzt machen hier. Das wird ja interessant. So, der ist jetzt da drin. Und dann? Aha, Passagiertransport. Unten rechts steht, wurde abgeschlossen. Gut. Jetzt haben wir noch den Holzlieferungs. Ach so, der fährt da jetzt rein. Schwupp, schwupp. Jetzt tankt er. Holzlieferungsvertrag. Ne, haben wir noch nichts geliefert. Warum nicht? Weil der erst zum Sägewerk muss. Der ist aber da hinten losgefahren. Warum? Mal gucken. Achso, der soll ja hier aufladen und dann da abliefern. Aber habe ich verkehrt rum gesehen. Gut, gut. Schub, schub. So, du fährst dahin, ja. Und du sollst jetzt dahin. Mal sehen, ob er dahin fährt. Das sieht nicht so aus, ne? Ne. Das sieht nicht so aus. Verdammte Axt. Holzlieferungsvertrag. So. Cumberland. Boah, der fährt jetzt nach Baltimore. Ja, das ist der falsche. Den will ich ja gar nicht. Den hier will ich haben. T3. Cumberland. Wird entladen 1. Verschiebe den Wegpunkt. Überspringen. Baltimore überspringen. Bau. Nachfrage. Wird entladen und wird beladen. Aha. Nachfrage. Der hat auch Nachfrage. Rathaus hat auch Nachfrage. Wo kriegen das Holz jetzt her? Das ist ja wohl ein großer Blödsinn hier. Holzlieferungsvertrag. Liefere von Frederik nach Kleines Sägewerk. Gut. Wo ist denn Frederik? Da oben. Also müssen wir jetzt hier nochmal... Holzfällerei, da müssen wir jetzt nochmal eine Schiene legen. Gut, gut, gut. Schienenbau. Gut, dann gehen wir hier. Dann machen wir hier. Cumberland. Ach du Schande, jetzt geht das hier auch noch über den Berg. Weil da ist es ja besser, wir fahren hier hinten erstmal, wa? Machen wir so. So, nee, da will ich noch nicht hin. Da können wir nachher hin.
Bogen und bestätigen. Wusch. So, wo ist denn T3 jetzt? Da. T3. Ne, Schienenbau will ich nicht. T3 will ich haben. Ich will kein Schienenbau. So, raus. So, dann muss ich mir die Loks angucken. Wo ist denn T3? Kumberland. So, du sollst jetzt erstmal in Frederik laden. So, Bahnhof hinzufügen. So, erstmal Frederik. Plus, wo ist Frederik? Da. Laden. Aha, da ist die Holzfällerei. Gut. Und dann sollst du in Cumberland. Entladen. So, jetzt zack. Entladen. Und in Baltimore sollst du auch. Hier sollst du ja jetzt auch laden. Ne? Mal gucken, kann man da jetzt auch noch laden? Ne. Mal gucken. Auch nicht. Also hier haben wir Bauholz. Nachfrage. Und hier haben wir normales Holz. So, hier entladen wir das. Und dann müssen wir es ja hier auch noch mal laden. So, entladen. Wird entladen. Nee, ach so, da ist ja schon alles. Oh, Mann. So, Holz da, das wird entladen. So. Und laden. So, das Holz von hier bringen wir dahin. So, und von da wollen wir jetzt das Holz. Muss ich dafür extra haben? Das kann ja nicht sein. Ich muss doch dann hier gleichzeitig das eine und das andere können. Wird entladen und wird beladen. Ja, machen wir erstmal bestätigen. So. Dann können wir schon mal losfahren. Wenn hier normale Geschwindigkeit ist. Machen wir mal ein bisschen Dampf dahinter, quasi. So, das ist die einzige, die Plus einfährt hier. So, die T3-Route. Wusch. Cumberland, Baltimore, Frederick. Dahin. So. Jawohl. So, jetzt wird erstmal beladen. Hier wird entladen und soll auch geladen werden. Aber ich will hier keine Passagiere. Ich will das Holz da laden, ihr Lümmel. Und vielleicht müssen wir noch mal Cumberland hinzufügen. Cumberland laden. Nee, geht nicht. Entferne den Bahnhof vom Fahrplan. So, jetzt läuft er hier oben jedenfalls schon mal. Zack. Oh, mal gucken, was gleich passiert hier. Der fährt jetzt zum Sägewerk, ne? Da wollen wir mal gucken, was hier jetzt lose ist. Da fährt er dran vorbei. Ja, super gemacht. Er entlädt also nicht.
Hier, jetzt ist er raus hier. Cumberland entladen. Der ist schon wieder ein kleines Sägewerk. Da sollst du entladen. Und laden sollst du keine Passagiere, ne, immer bestätigen. Bahnhof hinzufügen. Ja, das haben wir ja gehabt, den Scheiß. Ja. So, dann machen wir nochmal schließen. Und machen nochmal Volldampf hier, mal gucken, ob das dann wenigstens klappt. So, wo ist denn jetzt T3? Der kommt danach wahrscheinlich hier hinten raus, oder? Ja. Jupp. Der wird betankt wieder und der düst jetzt hier. Aha, das wird automatisch berechnet. Der muss jetzt da hinten hin. Ja, da brauche ich jetzt nicht halten. Kumbalind. Der muss ja irgendwann jetzt auch mal was beladen. Der hat ja schon 15 Tonnen. Mit dem Treibstoff auch hier, der 57 von 90 nur noch. Da, der hat jetzt 30. Da wollen wir mal gucken. Zwei Packungen Holz hier, zweimal Streichhölzer und dann mal gucken, ob er das jetzt macht, ne? Oder ich habe das noch nicht richtig eingestellt. Also im Prinzip ist ja klar, ist auch relativ einfach. Gut, dass ich da nicht so viel Geld für bezahlt habe. Er rauscht vorbei. Kann ich hier jetzt einen Bahnhof bauen? Tja, dann muss ich den wohl hier umleiten. Dann hauen wir hier erstmal das Gleis weg. Wo können wir das weghauen? Hier. So, da kann da erstmal keiner durch und dann geht nicht. Das geht. Aha. Gut, und dann haben wir den anderen auch weg hier. So, was das jetzt soll, ist mir nicht ganz klar, aber gut. So, die Stationen bleiben ja die gleichen, aber jetzt kann er ausladen mit T3. Wollen wir gleich mal gucken, was er denn macht hier. Jetzt machen wir mal wieder auf Volldampf. Tschup, tschup, T3 düst jetzt los. Da muss er wieder hier oben hin. Dann hat er den dritten packen, ne? Büro, Büro, Büro. Ich stehe noch auf Schienenbau. So. T3, wo ist denn die? Da, Baltimore. So, der soll hier in Frederick laden, in Cumberland entladen und Holz eigentlich auch noch laden. Aber dann wollen wir mal gucken, wo er jetzt hinfährt hier. Jetzt fährt er wieder zurück oder was? Baltimore, der fährt jetzt nach Baltimore. Also das habe ich anscheinend gleich zu Anfang falsch gemacht hier und das verzeiht er mir nicht. So, dann wollen wir mal Frederik direkt dahin jetzt und zack. So. Der muss ja jetzt ja da sein. Schließen. Wo ist er denn? T3. Aha, jetzt hat er es gemerkt, oder was? Ne, da fährt er jetzt.
hier auch was anzeigen lassen. Notizen zu Daten. Zeige die Daten der Lokomotive an. Lokomotivbericht, Route. Zeige den Zugfahrplan an. Da ist der Zugfahrplan. So, er fährt jetzt nach Frederick. Er hat jetzt 15 Tonnen. Dann muss er da ja nochmal was aufladen. Was macht er jetzt? T3. Fährt jetzt nicht weiter, oder was? Doch, er fährt weiter. Na ja, dann ist ja gut. Eigentlich hätte er den ja entladen sollen, jetzt hier auch in Cumberland, ne? Ja, dann wollen wir mal sehen. Ach, hier oben steht auch, wo er jetzt gerade hinfährt. Frederick. Frederick! So, Holzfällerei. Gut, also Prinzip verstanden, ein bisschen hakelig in der Bedienung, finde ich, aber sonst, ja, kann man mit leben. Wenn ich jetzt noch hier diese Zeitlimit gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder rausgeflogen. Das mag ich nicht so gerne. Ich mache das lieber in Ruhe. Mal gucken, was er jetzt macht hier. Pepe ist auch da. Ja, moin Pepe. Ich hoffe, du bist wieder hergestellt. Aber wenn du schon wieder am PC sitzt, dann geht es dir ja wieder besser, hoffe ich. So, jetzt hat er wieder geladen und jetzt muss er langsam mal abladen da in Cumberland. Nee, du sollst das nicht überspringen. Da sollst du entladen. Mal gucken, was er macht. So, da. Ey, was hast du denn da für ein geiles Symbol? Hast du das extra gemacht hier? Das bist ja du. Toll. Sieht gut aus. So ein Ikon. Ich habe heute die Eisenbahnspiele vor. Das ist das erste hier, da wollen wir mal gucken. Ja, das ist schön. Gut, dass das zurückkommt. Ja, ja, das ist leider bei mir im Moment nicht so. Ah, der Gölle hat das kreiert, das Ikon. Ja, toll gemacht. Ah, herzlichen Glückwunsch, sag ich mal, ne? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er entlädt. Ja. Jetzt habe ich das Tutorial abgeschlossen. Ah, naja, siehst du, wenn man jetzt die Fehler macht, dann macht man sie später nicht mehr, ne? So, ich kann mich jetzt bewerben. Und dann kann man auch ein Forschungslabor nehmen. Dann kann man auch Immobilien erwerben, Unternehmensanleihen ausgeben und Kredite aufnehmen. Aha, fortfahren, gut. Also, ihr seht, jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich arbeiten will, wer ich bin, kann den Namen eingeben und so weiter. Okay, das war eigentlich das, was ich euch vorführen wollte und mir selber auch. Ja, Pepe, danke schön. Ja, da müsste ich mal mit ihm reden. Was er da dafür haben will. Ne? Im Moment, ja, mal gucken. Können wir ja mal drüber schnacken. So, ich will jetzt erstmal aus dem Stream raus. Wünsche dir viel Spaß. Du bist wahrscheinlich wieder auf dem Bauernhof am Arbeiten. Virtuell meine ich. Okay. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ich bin aber irgendwann wieder da mit dem nächsten Spiel. Bis dahin alles Gute. Bei Turbo Operazzi und bis zum nächsten Spiel. Tschüss.